Guten Morgen, Leute. Ich erwähnte mehrfach im Video und auch in meinem Livestream, dass in meinem Garten momentan ziemlich übel aussieht. Und zwei meiner Abonnenten organisierten eine große Umtopfaktion. Das Material wurde gestern schon angeliefert und ich zeige euch mal kurz, wie es bei mir im Garten jetzt noch aussieht. Also die müssen alle umgetopft werden. Ich möchte die aus den Töpfen raus haben, in die Erde rein. Da ist in den Töpfen praktisch nur noch Wurzelwerk drin, keine Erde mehr, und die müssen alle in größere Töpfe rein, die ebenfalls, und auch hier hinten rum alles absolut verwildert. Ich kann das Unkraut momentan wirklich nicht rausmachen. Und jetzt kommt wirklich der krasseste Teil, alles komplett zugewuchert hier. Also das möchte ich auch weg haben, und die sollen stehen bleiben. Da kommt auch komplett weg. Und hier muss ein bisschen beigeschnitten werden. Da muss mal ein Stock rein und mal sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ja, und der Gärtner, der soll so gegen 9 Uhr kommen, und lassen wir uns mal überraschen, wie es danach aussieht. Und das ist das Material. Ich glaube, das ist so ein Zeug, wird als Basis benutzt, so eine komische Wolle irgendwie. Die Erde und Töpfe in diversen Größen. Bevor es dann später losgeht, möchte ich mich schon mal recht herzlich bei Nock und Joachim für diese Aktion bedanken. So Leute, die Gärtner kamen etwas später, Tight Time, aber es geht los. Und wie ich es vorhatte, also die werden aus den Töpfen rausgeholt und dann hier in die Erde reingepflanzt. Und auch der Topf da, da kommen die Pflanzen auch in die Erde rein. Sieht wesentlich besser aus dann. Und dann geht es später hier weiter. Da hinten wird jetzt geschnitten irgendwie. Ja, das ist der wilde Dschungel. Da wird er einiges zu kämpfen haben. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit den Abfällen. Die Wurzelballen hier sind voller Ameisen, und er meinte, die fressen mir auch die Pflanzen kaputt. Seht euch das mal an, keine Ahnung, wo das Zeug hin soll, und der wird dann abgeschnitten. Ausgraben kann man die nicht, weil da die Wasserleitung verläuft. Aber kommt schon langsam Form rein in die ganze Angelegenheit. So, das ist schon mal verschwunden hier alles. Leute, wir haben 35 Grad heute und Respekt vor den Leuten, die bei solchen Temperaturen arbeiten. Erstmal Wasser rein, damit die Erde weicher wird, und die haben sich jetzt so eine große Hacke oder was zum Graben geholt. Wirklich Knochenarbeit. Ja, der soll komplett weg. Ist zwar ein Obstwurm, aber da kommt nichts mehr dran. Der trägt nicht mehr. Dann könnte etwas schärfer sein, aber geht auch so. Diese seltsamen Rankengewächse, die wurden da hinten auch schon entfernt, und auch die braunen Blätter kommen weg. Der Wurzelballen wird entsorgt, und hier wird noch zurechtgeschnitten, damit das nicht mehr ganz so groß aussieht. Da ist jetzt auch alles weg, der große Dingen. Musste die Achse lauern. Die Papaya kommt auch weg, und die werden nur ein bisschen beigeschnitten, die roten. Jede Menge Schnecken. Wird auch alles sofort aufgeräumt, und die Pflanze kommt noch da hinten rein. Da ist die Ecke schon mal so gut wie fertig. Und auch hier alles super geworden, beigeschnitten. Ja, die Papaya muss mal weg. Und guck mal, sieht das schon wunderbar aus. Hätte ich so auf jeden Fall nicht hinbekommen. Die wissen natürlich auch, wo und an welcher Ecke die schneiden müssen. Da wird schon mal an den Topfpflanzen angefangen. Zuerst kommt da so eine Art Mulch rein. Und dann erst die Blumenerde und die Pflanzen. So, da geht man an die größeren Pflanzen ran. Noch da werden ein Teil weggeholt. Die sind einfach zu groß, und die bilden dann auch wieder neue Blätter, also kein Problem.
war's schon. Ja Leute, mittlerweile sieht es hier aus wie auf einer Großbaustelle. Und ich glaube, die Erde wird nicht reichen, mir alles in die großen Töpfe zu setzen. Und hier sieht man, was da an Abfall angefallen ist. Und hier muss auch noch alles weggekehrt werden. Dann ist da wieder Ordnung im System. Es sieht immer wilder aus, Leute. Und jetzt haben wir keine Erde mehr. Noch anderthalb Tage. Ich glaube, er hat angerufen, ich ordere noch mal Erde nach. Und noch eine Schnecke, die meine Pflanzen auffrisst. So, überall wurde fleißig geschnitten. Und so langsam nähert sich das Ganze dem Ende. Also für einige Töpfe haben wir keine Erde mehr. Mal sehen, was ich da mache. Mal sehen, ob ich mir da selber noch mal Erde kaufe und da nachbessern ein bisschen. Also hier sieht das Ganze ja schon mal sehr gut aus. Einige Pflanzen, die hier vorne standen, stehen jetzt da hinten. Die setze ich mal dann wieder zurück. Irgendwann mal hier alles wunderbar sauber. Und schaut euch das mal an. Und das muss auch noch ein bisschen anders sortiert werden. Vielleicht wieder da hinten hinstellen oder so. Mal gucken. So, jetzt wirklich die letzten Handgriffe. Ich denke mal, das nehmen die am Dienstag mit. Hier wird noch gewässert. Und auch hier sind die ganzen braunen Blätter entfernt worden. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mal alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und nochmals vielen Dank für diese großartige Aktion.